Wir kommen jetzt zu einem Herrn, der hat eine Zellkultur angelegt in... Oh, jetzt habe ich es aufgeschrieben. In Marburg ist die Zellkultur. Darum kann er, ist das erste Mal in Bern. Er findet es sehr schön hier in Bern. Er hat eine nette Schirmverkäuferin kennengelernt. Er schläft im Hotel Kreuz. Das hat er mir alles so... Ich habe mich umgezogen und er hat mir das alles erzählt. Und er hat eine Zellkultur und darum kann er nicht länger in Bern bleiben. Er muss morgen zurück, um sich um die Zellkultur zu kümmern. Ich meine, das sind noch Wissenschaftler. Die gehen zurück wegen der Zellkultur auf Marburg. Herzlich willkommen, der Johannes von Bostel. Bitte schön mit dem Beitrag. Ja, dauert nur kurz. Genau. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, Ihnen heute Abend eines meiner liebsten Themen vorstellen zu können, nämlich Arteriosklerose. Wie gesagt, mein Name ist Johannes und ich bin Doktorand im Forschungslabor der Klinik für Kardiologie am Biomedizinischen Forschungszentrum in Marburg. Und meine Hauptaufgabe liegt da darin, Arteriosklerose, also die Gefäßverkalkung, zu beforschen. Ich fange an mit ein paar Hardfacts zum Einstieg. Arteriosklerose ist eine Fett- oder Plaqueablagerung in der Gefäßwand eines Blutgefäßes. Und dem Blutgefäß nachgestellte Körperteile werden schlechter oder gar nicht mehr durchblutet, wenn sowas auftritt. Eine Hauptfolge davon wäre dann zum Beispiel ein Herzinfarkt oder wie in diesem Beispiel ein Schlaganfall. Sie sehen hier, das Blutgefäß ist arteriosklerotisch, ist zu und es kommt überhaupt kein Blut mehr ins Gehirn. Das nennt man dann Schlaganfall. So, und jetzt ist die Frage, was für Patienten kommen mit einer frühzeitigen arteriosklerotischen Degeneration ins Krankenhaus? Das sind vor allem, vorher will ich auch noch mal was anderes erzählen. Erstmal noch weitere Hard Facts, nämlich gehören der Herzinfarkt und der Schlaganfall zu den Todesursachen Nummer 1 und 2 weltweit. Und deshalb liegt es mir eigentlich so am Herzen, auf dem Gebiet zu forschen, weil das liegt noch weit vor AIDS, vor Krebs, vor allem, was es sonst noch so gibt. So, und wer kommt jetzt mit der frühzeitigen Degeneration ins Krankenhaus? Das sind vor allem Leute, die gerne essen, das sind Leute, die gerne rauchen und das ist der handelsübliche Alkoholiker. Und jetzt, na klar, dann kommt die Frage auf, was mache ich nun im Labor, um diese Krankheit besser behandeln zu können. Also als allererstes brauche ich im Labor mehrere kuschelige C57 Black 6 LDL-Rezeptor Knockout-Mäuse. Denn diese Mäuse tragen etwas in ihrem Knochenmark, was für mich sehr wichtig ist, nämlich Monozyten. Und aus diesen Monozyten, da züchte ich in Zellkultur dendritische Zellen. Das sind Immunzellen, die das Wachstum der Arteriosklerose vermitteln. Und damit ich die später wiederfinden und wiedererkennen kann, belade ich die mit Eisenoxid. Und das kann man dann so machen wie ich. Man kann Wochen, Monate lang rumprobieren. Man hat die Zellen, man hat die Partikel. Wie kippt man diese beiden Komponenten zusammen, damit die Beladung gut funktioniert? Am Ende stellt sich raus, es reicht, die beiden Teile unabhängig von Konzentration und was auch immer zusammenzuschütten. Das funktioniert nämlich 1A. Meine Zellen sind nämlich die härtesten Jungs, die hier auf der Welt wandern. Die fressen das Eisen einfach auf. Und dann kommen Bilder zustande unter dem Mikroskop, wo ich das auch beweisen kann. Da haben wir hier dreimal die gleiche Zelle. Einmal ist das Eisen schwarz, einmal ist das Eisen grün, einmal ist das Eisen blau. Das ist schon ziemlich cool, ne? Aber ich kann noch einen draufsetzen. Ich habe eine DAPI-Färbung gemacht. Hier ist das Eisenoxid grün. Der Zellkern ist blau. Das heißt, ich kann sogar sagen, dass das Eisen kolokalisiert ist mit den Zellkernen. Finde ich ziemlich abgefahren. Macht richtig Spaß, wenn man wirklich erst mit Mäusen arbeitet und am Ende unter dem Mikroskop so matrixmäßige Bilder rausbekommt. So, was passiert mit diesen Zellen? Diese Zellen wandern in eine Spritze und diese Spritze wandert, und ja, es tut mir leid, die wandert in eine Maus. Und ich muss sagen, es tut mir wirklich leid. Also die Leute, die mich kennen, das sind hier wahrscheinlich nicht so viele, aber die mich kennen, wissen, wie schwer mir das gefallen ist, mit Mäusen zu arbeiten. Ich hatte selber mal Mäuse als Haustier, das sind arme, kuschelige Biester. Ich habe auch bei uns im Labor vorgeschlagen, dass wir dafür Menschen nehmen könnten, zum Beispiel Hirntote. Das hat dann nicht so viel Zuspruch gefunden, deswegen haben wir dann mit Mäusen weitergemacht. So, diese Maus hat die beladenen Zellen in ihrem Körperkreislauf und das nächste, was ich mit ihr mache, ist, ich jage sie in ein 7 Tesla Kleintier Magnetresonanztomographen unter Narkose, muss ich sagen, denn ich hoffe, am Ende Bilder ähnlich wie dieses rauszubekommen. Denn der Tomograph ist in der Lage, die Zellen darzustellen. Und ich will zu unterschiedlichen Zeitpunkten wissen, wo befinden sich die dendritischen Zellen.
Und das sieht man hier auf Bildern ähnlich wie diesem. So, was ist jetzt der Vorteil von diesem Verfahren, was wir da benutzen? Es gab früher ein konservatives Verfahren. Hier sehen wir mal, wir haben 6 unterschiedliche Zeitpunkte, da will ich wissen, wo die Zellen sind. Früher hat man die Mäuse platt gemacht, die Gefäße rauspräpariert, unter dem Mikroskop angeguckt. Maus war leider tot, weil ohne Aorta lässt sich schlecht leben. In unserem Verfahren machen wir virtuelle Schnittbilder. Und das bedeutet, dass die Mäuse in unserem Messverfahren hier überleben. Und das finde ich eigentlich schon ziemlich cool, weil die Arterioskleroseforschung braucht sehr viel Zeit. Und wenn man die Behandlung der Menschen schon nicht verbessern kann, dann wenigstens die der Tiere. Ja, danke schön. Ich habe keine Zeit, ich muss weitermachen. Also, wie hat die Behandlung der Menschen bisher ausgesehen? Das war eine symptomatische Behandlung. Arteriosklerose kann man ursächlich nämlich nur schwer behandeln. Da kann man dann so Vorschläge machen, wie zum Beispiel mehr Sport. Das gibt auf der Merkel-Skala maximal eine 3,0. Oder man könnte vorschlagen, eine Ernährungsumstellung, das ist immer ein Highlight, das gibt also nicht mal eine 1,0. Und deshalb ist es an der Zeit, in einer Gesellschaft wie der, in der wir leben, den Patienten da abzuholen, wo er steht. Und der Patient ist meistens, also wenn das anfängt, so Anfang 20, hat ein YouPorn-fähiges Telefon. Und deshalb habe ich eine alternative Therapie vorgeschlagen, die Sie auch in meinem Titel wiederfinden, nämlich Sex. Und wie würde ich Ihnen das besser erklären als anhand eines Negativ-Fallbeispieles eines Patienten, der männlich ist und gehobenen Alters, der krankheitsbedingt seit kurzem arbeitslos ist und eine zölibatäre Lebensweise pflegte. Noch dazu genoss er eine exzellente medizinische Betreuung. Das ist der einzige Grund, warum er überhaupt noch am Leben ist. Ja, der Mann heißt Josef R. Oh, Josef R. Und ich hab zur besseren Veranschaulichung nochmal ein anonymisiertes Bild mitgebracht. Und man könnte jetzt sagen, der Mann arbeitet in der Kirche, der ist Pfarrer oder Messdiener oder so. Ja, das habe ich auch vermutet. Aber diese zölibatäre Lebensweise, die wird Pfarrern und Messdienern ja neuerdings nicht mehr so zugeschrieben. Aber egal. Welche Erkrankung zeigt dieser Mann auf den ersten Blick? Dazu werden also dazu erwähnt die Herz-Kreislauf-Erkrankung. Der Mann hat schlechte periphere Durchblutungswerte. Schauen Sie sich diese Hand an. Man sieht kaum Blutgefäße hier. Man sieht Ödem, Wasserablagerung. Es gibt noch weitere Indizien, wenn Sie ihm nämlich in die Augen schauen. Sie sehen hier eine sogenannte Halonierung der periorbitalen Region oder auf Deutsch, der Mann hat Augenringe wie ein drogensüchtiger Preisboxer. So. Ein kleines Feld, ich gehe weiter zu den neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen. Nämlich zeigt der Patient eine Erkrankung an Morbus Parkinson, der sogenannten Schüttellähmung. Er zeigt dazu eine dissoziative Identitätsstörung, das heißt mehrere Identitäten sind in seinem Körper gefangen. Mal nennt er sich Josef R., dann heißt er im nächsten Moment wieder B. Punkt, der 16. Jetzt heißt er auf einmal wieder Josef R. Und jetzt spielt er bei Star Wars mit. Also alle möglichen Sachen. Und zu guter Letzt, nicht zu vernachlässigen, seine Wahnvorstellungen, die ganz besonders religiöser Natur sind. Meine These ist jetzt, regelmäßiger Sex hätte seinen Erkrankungen vorbeugen können. Und um das zu verstehen, muss man sich mal angucken, womit hätte man ihn behandelt und welche Aufgaben der Medikamente hätte Sex übernehmen können. Und dazu eine kleine Auswahl von Medikamenten, die man vielleicht genutzt hätte, aber auch nur eine kleine Auswahl von Botenstoffen, die beim Sex freigesetzt werden würden. Man hätte blutdruckregulierende Medikamente verschrieben. Eine Aufgabe, die das Adrenalin aus der Nebenniere übernehmen kann. Man hätte ihm Medikamente verschrieben, die die Wundheilung fördern, das Immunsystem stärken. Eine Aufgabe, die das Serotonin übernehmen kann, das freigesetzt wird, wenn wir einen Orgasmus haben, zum Beispiel im Darm. Also nicht den Orgasmus im Darm, sondern es wird im Darm freigesetzt. Dann hätte man ihm gesagt, er müsste medikamentös den Cholesterinspiegel senken und eine Ernährungsumstellung durchziehen. Eine Aufgabe, die das Testosteron übernehmen kann, das in den Hoden gebildet wird. Und das Testosteron kann aber noch mehr. Das Testosteron steigert nämlich auch den Muskelaufbau. Und da will ich auf eine ganz spezielle Muskelgruppe hinaus, nämlich die Beckenbodenmuskulatur. Die brauchen wir für guten Sex. Und guter Sex sorgt für eine ausgebildete Beckenbodenmuskulatur. Die vermittelt nämlich unter anderem auch den Orgasmus. So, aber vor allem hat die Aufgabe, dass wir unseren Harn halten können. Eine Fähigkeit, die in unserem Negativbeispiel auch nicht mehr unbedingt gegeben ist. Und zu guter Letzt hätte man seine Arteriosklerose-bedingten Schmerzen behandelt. Mit allen möglichen Schmerzmitteln, da ist die Bandbreite relativ groß. Der Körper kann das aber auch übernehmen. Er kann nämlich körpereigene Morphine produzieren, endogene Morphine, also Endorphin. Und um zu sehen, wo das herkommt, schauen wir mal in das typische Männergehirn. Oder, oh, ja, wir zoomen rein. Das kommt hier hinten aus der Neurohypophyse
in der Schädelbasis. Das heißt, meine These ist jetzt, diese ganzen Medikamente hier, die brauchen Sie nicht, wenn Sie regelmäßig Sex haben. Genauso wenig wie die Nebenwirkung, die die Einnahme dieser Medikamente nach sich ziehen würde. Die einzige Nebenwirkung, die Sex hat, ist neben dem Glück, oder die einzigen Nebenwirkungen, die Sex hätte neben dem Glücksgefühl, wären die folgenden. Nämlich eine Leistungssteigerung, ein geförderter Muskelaufbau, eine verbesserte Fitness, ein stärkeres Immunsystem, eine bessere Durchblutung, eine Schmerzlinderung und es senkt den Cholesterinspiegel. Es gibt diverse Statistiken, die das bestätigen. Regelmäßiger Sex senkt das Risiko, frühzeitig an einer Herz- oder Gefäßerkrankung zu erkranken, um die Hälfte. Und da reden wir von ganz normalem Durchschnittssex, ne? Also, das heißt, Sie entscheiden, ob Sie am Ende Ihres Lebens, am Ende Ihrer Laufbahn so aussehen oder so. Und eine Sache habe ich noch, eine kleine Folie, geht ganz schnell. Zum Schluss, ein Hausmittel gegen eine beginnende Hals-Nasen-Rachenentzündung. Es bildet einen Schutzfilm auf Schleimhäuten, ist eine Flüssigkeit, wirkt nachgewiesenermaßen antibakteriell. Und mein Rat an Sie ist, bringen Sie Oralverkehr bis zum bitteren Ende. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund.